Willkommen zurück. Ja, wir haben noch ein paar Zwischengänge und Seitengänge und was weiß ich nicht alles gefunden, die wir jetzt gerade fleißig am Looten sind. Ach, hier ist... Okay, jetzt weiß ich zumindest wieder, wo wir sind. Jetzt haben wir das Loot aber dennoch mitgenommen, das ist ja auch sehr gut. Jetzt muss ich doch wieder zurechtfinden erstmal. Hier waren wir überall. Genau, jetzt können wir auch weitergehen. Wir haben noch ein paar ziemlich coole Sachen gefunden. Unter anderem hier das Schwert und diese Rüstung. Da müssen wir noch ein bisschen was dran ändern. Wo ist hier eigentlich Zähigkeit? Hier ist Zähigkeit. Okay, die kosten aber relativ viel Fertigkeitspunkte. Naja, dann haben wir noch hier zwei Ringe gefunden und ein Buch, aber Kapitel 3 des Buches. Ich kann das nachher vorlesen, falls Bedarf besteht, aber ich würde tatsächlich gerne erst Kapitel 2 und Kapitel 1 finden. Wenn da schon so viel zum Lesen ist, dann will ich schon ganz lesen. Passt auf, wenn ihr die Zellen öffnet, die Dorfbewohner versuchen immer noch zu fliehen. Haben die Dorfbewohner eingesperrt? Wie mies sind die drauf? Wisst ihr das? Ja, das ist Arantir. Sei leise. Er ist mächtiger als alles, was du bisher gesehen hast. Sieh mal da, sieh doch. Er öffnet ein Portal zwischen dem Bau der Nekromanten und den Tunneln hier. Dazu braucht man besondere Kräfte. Oh Gott, wird das jetzt ein Bosskampf? Missionserfolge sorgt für ein Ablenkungsmanöver, damit ihr den Shantiri-Kristall stehlen könnt, ohne von Aran. Okay, wir müssen ohne entdeckt zu werden den klauen. Wie sollen wir denn das anstellen? Hey, helft mir! Helft uns! Lasst uns raus! Ja, ist einmal leise. Müssen wir die Dorfbewohner befreien? Ja, chill mal daneben. Was ist hier los? Oh Gott. Aber der sieht uns jetzt die Wache, oder? Was? Zeig was drauf! Ich glaube, wir werden jetzt gleich von dem angegriffen. Außer der hat sich in das... Nee. Das war nur die eine Wache? Ernsthaft? Die anderen haben das nicht mitbekommen? Was muss ich hier tun? Dir, Ascha, der A... Ich speichere mal eben. Bieten wir unser Leben. Dass wir dann hier auch wieder anfangen können, falls das Schießen läuft. Menelak, eure vielgerühmte Kraft scheint im Laufe der Zeit abgenommen zu haben. Da können wir noch einen Hebel ziehen, aber das ist doch auf, oder? Die Truppen zum Boot. Andere sollen Menelaks Haus durchsuchen. Der wiederholt sich aber auch immer. Und hier ist auch noch einer, aber das ist auch auf. Ich glaube, das hat sich alles geöffnet als ich. Menelak. Eure vielgerühmte Kraft scheint im Laufe der Zeit abgenommen. Was jetzt hat er entdeckt? Urgasch, beschütze uns. Eure Seele, falscher Ort, falsche Zeit, falsches Ziel. Nein. Betrachte dich als zerquetscht, Insekt. Nein. Wir müssen den tatsächlich ablenken, aber wie? Ich habe da jetzt gar keine Möglichkeit gesehen, irgendwie. Dir, Ascha, der achtköpfigen Mieten. Dem einen Headshot zu verpassen, bringt ja auch nichts, oder? Warum hänge ich jetzt hier fest? Ein Shantiri-Kristall ist ein seltenes Ding. Schade, dass ich keine Zeit habe, ihn eingehender zu studieren. Die Tropfen zum Boot. Andere sollen mir ein Lachshaus durchsuchen. Mehr Gule für den letzten Angriff. Ich darf nicht vergessen. Alter, ist dem seine
Schallplatte gesprungen oder was geht? Der Achtköpfigen bieten wir unser Leben an. Ehrerbietig und ohne Zögern. Was muss ich hier tun? Menelag, eure vielgerühmte Kraft scheint im Laufe der Zeit abgenommen zu haben. Dass sie je ihren Ruf. Jetzt rennt er wieder dahin. Ein Schantiri-Kristall ist ein seltenes Ding. Perfekt. Und jetzt? Lass uns hier verschwinden, bevor uns jemand bemerkt. Zurück in die Kanalisation. Oh Gott, mein Herz. Sie haben die Ausgänge verschlossen. Such den Fluss, das ist der einzige Weg. Hier ist auch ein Fluss. Ah, das ist auf. In welche Richtung muss ich? Das ist die falsche Richtung, oder? Oh nein. Ich schicke dich in die freie Stadt Steinhelm zu einem Zauberer namens Menelag. Er und ich haben gewisse gemeinsame Bindungen. Im Moment sucht er ein Artefakt namens Schädel der Schatten. Aber seine Suche ist zum Scheitern verurteilt. Er glaubt, du wirst ihm helfen, der Narr. Zumindest nicht ohne das hier. Den Chantiri-Kristall, den wir geborgen haben. Wie auch immer, Junge. Ich möchte nicht, dass du allein gehst. Ich brauche jemanden, der dich führt. Es reißt sich leichter allein als zu zweit, Sarin. Keine Sorge. Du wirst lernen, den Schmerz zu genießen. Nenn mich einfach Sana. Alles klar, das entwickelt sich hier mehr zum Horror-Game. Was geht ab? Die letzte Mission war ja schon so scheiße. Saret, wach auf. Ganz ruhig. Was ist passiert? Xana, was ist hier los? Wer? Was bist du wirklich? Der Traum war nur der Fluch eines Nekromanten. Glaub nichts davon, mein Lieber. Ich bin eine Freundin, eine Verbündete und ich könnte sogar noch mehr sein. Nein. Also ganz ehrlich, ich traue dir schon von Anfang an nicht. Das habe ich aber schon öfters gesagt. Missionsziel. Wenn Werner euch hasst oder stirbt, ist eure Mission gescheitert. Gelobt sei Elad, ihr seid in Sicherheit. Ich hatte mir solche Sorgen gemacht. Ihr müsst eine Menge durchgemacht haben. Habt ihr den Kristall gefunden? Ja, habe ich. Bitte, sag einfach nein, um ihre Reaktion zu sehen. Ja, ich habe ihn dabei. Wunderbar. Abgesehen davon, dass die Nekromanten unser Schiff haben. Wir können nicht zur Insel. Wenn doch nur mein Onkel hier wäre. Wartet. Saret, könntet ihr das tun? An Bord gehen und das Fallreep herunterlassen? Dann könnten meine Männer es entern. Wir würden es von Arantir wieder zurückstehen. Ja, ja, okay, das mache ich. Haltet euch bereit, wenn das Fallreep herunterkommt. Ich räume das eben aus dem Weg. Und ich lese eben mal diese Nachricht. So die hatten wir nämlich noch nicht. Versuchst du jemanden zu beeindrucken? Ja. Also, wie wir letzte Woche beschlossen haben, werde ich euch helfen, ins Lagerhaus und in die Stadt einzudringen. Sie haben Wachen aufgestellt und unser Schiff ist mit Ballisten bewaffnet. Unterbrich mich nicht. Ich warte morgen um Mitternacht in der Höhle. Wenn ihr meine Belohnung mitbringt, bekommt ihr alles, was ihr braucht. Macht euch keine Sorgen, ich kann ein Geheimnis für mich behalten. Okay, da hat also irgendein Vollidiot denen geholfen, hier reinzukommen. Anscheinend, so wie ich das jetzt verstehe. Ich verstehe irgendwie die ganze Geschichte noch nicht so ganz. Aber vielleicht muss man da auch erstmal ein bisschen reinfinden. Anscheinend findet sich Minilags Vorliebe für Luxus auch auf seinem Schiff wieder. Okay, das könnte uns tatsächlich noch weiterhelfen, dieser Stab. Aber ich bleib erstmal bei... Bei dem guten alten Schwert, bei unserem handgeschmiedeten und bei unserem geilen Bogen. Los ins Wasser mit dir.
muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Schild geil. Und einen Unterschied macht das sowieso nicht. Bemannt die Balliste! Nein, nicht die Balliste bemannen. Ich glaube nicht, dass der direkte Weg Erfolg verspricht. Nein, glaube ich auch nicht. Ich müsste doch eigentlich schwimmen können, oder nicht? Ja, okay, das kann ich. Das macht vielleicht etwas mehr Sinn. Gibt's hier keine Leiter oder ein Seil oder was auch immer? Wo ich hoch kann? Hier ist was. Geh doch da hoch, komm. Och man. Also diese Sprungfunktion im Spiel macht mich fertig. Hä? Aber wirklich weiter komme ich hier jetzt auch nicht. Oh, ich habe, glaube ich, gerade einen Trank eingesetzt, den ich nicht einsetzen wollte. Der hätte uns doch noch weiterhelfen können, ich bin so ein Idiot. Ich frage mich auch, wie ich näher ranzoomen kann, weil hier, Zoom für Bogenschuss, R. Oh. Ach so, okay. Dann wissen wir wenigstens mal das. Aber hier hoch komme ich auch nicht. Da muss irgendein anderer Weg sein. Hat man denn die Ballisten gesehen? Also die Leute, die die Balliste bedient hatten? Vielleicht muss man die auch Stück für Stück abschießen und dann... und dann doch den direkten Weg nehmen. Hier ist man ja etwas durch die Fässer geschützt. So kommen wir rein. Leute, ich habe irgendwie ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Wir speichern hier vorsichtshalber nochmal. Okay. Sei vorsichtig mit dieser Leiche, Sarit. Ich könnte mir durchaus weitere Verwendungszwecke dafür vorstellen. Was für eine Leiche? Die Frau ist so komisch. Vorsicht, hier ist es zu eng für einen Kampf. Boah, den haben wir richtig zermatscht. Geil. Da ist noch eine Tür. Aber da unten scheint es gar nicht mehr weiter zu gehen. Aber vielleicht gibt es da noch was Tolles. Kommen wir auch durch. Oh Gott, das ist so spannend gerade. Alter, und diese Geräusche um mich rum. Immer noch 3 Glas Wache. Hör auf zu nörgeln, der Dienst ist doch leicht. Wenn ich nicht nörgeln würde, wäre ich nicht ich selbst.
Ja, ich bin irgendwie ein kleiner Angsthase. Wo ist er? Ach, jetzt komm, die Hitbox, die ist ja auch lächerlich bis zum geht nicht mehr. Eigentlich wäre das an der Box vorbeigekommen, der Pfeil. Stirb. Die Hitbox von dem Scheiß. Okay, jetzt haben wir wenigstens einen Schlüssel. Es ist nicht sehr nett, die Sachen anderer Leute durchzuwühlen. Wir sind vom gleichen Schlag, nicht wahr? Mach lieber mal was gegen die Hitbox, anstatt hier Scheiße zu labern, du Frau. Die labert aber auch echt immer so komisches Zeug. Ist ja fast so schlimm wie ich. Ach, und hier ist man dann hier wieder. Okay, gut. Dann haben wir soweit auch nichts verpasst. Und schauen wir mal, was hier so auf uns wartet. Ein paar Sachen auf jeden Fall. Schweinekopf ist das, oder? Oh, cool. Mahlzeiten haben wir ein paar. Die Zeichen waren seit 20 Jahren eindeutig. Seit Königin Isabels Krieg. Die letzten Worte der Prophezeiung vom Dämon Messias erfüllen sich gerade. 10 Jahrhunderte, mehr nicht. Das sagte der voraus, dessen Namen wir nicht auszusprechen. Okay, also. Die Folge ist ein bisschen kürzer, aber ich glaube, es ist das Beste, die Folge dann heute bei circa 19 Minuten abzubrechen. Also, was heißt abzubrechen? Zu beenden. Und dann in der nächsten Folge uns um den Raum zu kümmern. Ansonsten müsste ich relativ lang wahrscheinlich überziehen, beziehungsweise dann mit einem Kampf abbrechen. Und das ist beides nicht gerade perfekt. Also, dann baue ich lieber ein bisschen Spannung auf und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Ciao!